Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich sag nichts mehr. Wir sprechen direkt mit General Remus, der uns beim letzten Mal mit seiner Anwesenheit überrascht hat. Ihr könnt meiner Tochter dafür danken. Sie kann recht überzeugend sein, wenn sie will. Genau wie ihre Mutter. Die Schilde von Senchal sind bereit, euch zu helfen, Drachengardistin. Wir suchten nach zwei Drachen, die gegeneinander kämpften. Der eine rot und der andere schwarz. Ja, besagte Drachen kämpfen nicht gerade im Verborgenen. Es gab ein Übermaß an Sichtungen. Die jüngsten Berichte deuten darauf hin, dass sie sich nördlich von Senchal bewegen. In Begleitung einer großen Zahl an Kultisten und einiger weiterer Drachen. Wisst ihr, wo sie hinwollen? Noch nicht. Ich habe ein Kontingent von Soldaten am westlichen Wachturm stationiert, gleich nordwestlich von Senchal. Sie können euch den derzeitigen Aufenthaltsort eurer kämpfenden Drachen verraten. Ich breche sofort zum westlichen Wachturm auf. Ich werde mit Hauptmann Zaisahan zusammenarbeiten, um einen Angriffsplan zu erstellen. Unsere Truppen werden sich nördlich von Senchal positionieren, sobald wir dazu in der Lage sind. Warum habt ihr euch denn dazu entschlossen, euch anzuschließen? Um ehrlich zu sein, denke ich über diese Allianz nach, seit ihr das erste Mal in meine Schreibstube getreten seid. Doch ich war mir sicher, dass Senchal in Trümmern liegen würde, wenn ich es schutzlos zurücklasse. Genau wie Cyrodiil. Genau wie Cyrodiil? Was meint ihr damit? Als ich Cyrodiil vor all diesen Jahren verließ, geschah das Undenkbare. Mein Kaiser wurde getötet und Daedra griffen an. Und ich war nicht da, um meine Heimat zu verteidigen. Dieses Wissen hat mich verändert. Ich konnte Senchal nicht ein ähnliches Schicksal erleiden lassen. Also weshalb der Sinneswandel? Wir stellen uns der Finsternis der Furcht, um das Licht der Tapferkeit zu finden. Das ist etwas, was meine Frau oft sagte. Und etwas, woran mich Aelia unlängst erinnerte. Ich darf nicht zulassen, dass Angst mein Handeln bestimmt. Und deshalb werde ich mich mit euch zusammentun. Und welche Hilfe könnten die Schilde von Senchal unserer Drachengarde bieten? Taktisches Wissen, Versorgungsgüter, Soldaten. Da wir nun an diesem Kampf beteiligt sind, werdet ihr die Schilde von Senchal als unverzichtbare Verbündete kennenlernen. Und was ist mit Senchal? Könnt ihr die Stadt noch verteidigen, während ihr uns helft? Ich habe Senchal nicht vollkommen verteidigungslos zurückgelassen. Außerdem, falls wir Latvolon jetzt nicht besiegen, wird es keine Stadt mehr geben, die man verteidigen müsste. Es sei denn, meine Tochter hat beim Ausmaß der Gefahr übertrieben. Nein, Latvolon will ganz Tamriel zerstören und eine neue Ordnung unter der Herrschaft der Drachen errichten. Grausame Geschöpfe, diese Drachen. Sie würden lieber über Asche herrschen, anstatt es uns zu erlauben, frei zu bleiben. Hier steht nicht nur Senchal oder auch Elsweyr auf dem Spiel. Ganz Tamriel schwebt in Gefahr. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir uns jetzt auf zum Wachturm. So, und der liegt genau hier oben. Das ist in der Nähe vom Wegschrein von Schwarzhöhen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. In die Richtung müssen wir theoretisch raus. Achso, da muss ich da über die Brücke, wenn ich hier nicht immer festhängen würde. Ah! Sobald man auf dem Reittier sitzt, hängt man irgendwie ständig irgendwo am Wegschrein fest. Ich weiß auch nicht, warum. Hallo, nimmst du das jetzt mal? So, das ist nämlich ganz wichtig. Das natürlich genauso. So, wo sind die Leute? Beziehungsweise den Wachturm habe ich schon gesehen. Kommt man hier am besten rein? Da. Ich fasse es nicht. Wir haben wirklich gegen einen echten, lebenden Drachen gekämpft. Jetzt lebt er nicht mehr. Ja, ich sehe es. Was passiert? Nafalar hatte Glück, dass wir so schnell hergekommen sind. Er war von mindestens 5 anderen Drachen umzingelt, doch sie flohen, als wir den hier ausgeschaltet haben.
Saji hat ihn selbst zu Boden gebracht. Ich würde ja sagen, dass ich stolz auf ihn bin, aber es war reines Glück. Wisst ihr, ob Nafala verletzt ist? Ich bin mir nicht sicher. Er kämpft mit der Wut eines verwundeten Sänches. Doch das könnte auch einfach nur seine Art sein. Trotz all seines Selbstvertrauens kann aber nicht einmal Nafala lange gegen eine solche Übermacht bestehen. Ich muss ihn finden. Nafala und seine Gegner sind außer Sichtweite geflogen. Aber vom Turm aus sieht man womöglich weiter. Saji ist gerade da oben. Vielleicht hat er gesehen, wo sie hin sind. Dann gehen wir doch mal schnell rein. Ich dachte gerade, da hinten wäre ein Buch, aber das war nur eine Laterne. Saji, erzählt mir die Geschichte. Habt ihr die Leiche gesehen, Wanderin? Ein Drache! Saji hat einen echten Drachen getötet! Die Mondsänger werden noch generationenlang von unseren Abenteuern singen! Saji, der Drachentöter! Und seine heldenhaften Helfer. Wart ihr in der Lage, Nafala zu erspähen? Nicht seitdem er vorbeiflog. Um ehrlich zu sein, sah es für unseren schuppigen Freund nicht gut aus. Ein ganzer Schwarm Drachen setzte ihm nach. Saji glaubt, dass Latvulon kein Interesse an einem ehrbaren Kampf hat. In welche Richtung sind sie geflohen? Saji hat sie aus dem Blick verloren. Sie sind schnell und laut. Dieser kann nicht anders, als jedes Mal zusammenzuzucken, wenn sie brüllen. Geht das wirklich nur ihm so? Wartet, es sieht aus, als ob sie zurückkommen. Was? Sieht aus, als wären sie auf dem Weg zur Unheilsteinfeste. Was wollen sie in dieser alten Ruine? Sai Sahan wird das erfahren wollen. Wir erstatten Bericht, ihr setzt Nafalar nach. Na danke. Geht das auch andersrum? Okay, er erstattet Bericht. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die jetzt genau hingeflogen sind. Man kann es nicht auf der Karte sehen. Folgt Nafalar? Ja, ich sehe den doch nicht. Hallo? Hier oben. Schön, dass das so klasse angezeigt wird. Okay, dann gehe ich jetzt zum... Ich weiß, wie eine Jagd aussieht. Findet Nafalar, ehe sie ihn überwältigen. Ja. Dann gehe ich mal schnell zum Wegschrein wieder zurück und dann porte ich direkt dorthin. Wo kam ich denn her? Von hier. Ja. Okay, die Drachen zeigen mir den Weg. Hoppala, da sind sie schon. Über den Ruinen. Unsere Schlacht endet hier, Bruder. Nafala ist gefallen. Wir müssen in diese Festung gelangen. Ja, wollte ich doch. Red doch nicht, dann kann ich auch reingehen. Was werden wir jetzt machen? Ohne Verstärkungen haben wir keine Möglichkeit, die Feste einzunehmen. Solange die Drachengarde noch steht, gibt es immer einen Weg. Verdammt sei der Stolz dieses Drachen. Wenn Nafala den Angriff nur abgebrochen und sich mit uns neu formiert hätte. Es scheint, als hätten wir keine Wahl, als die Bestie zu retten. Helft ihr mir? Ich stehe auf eurer Seite. Aber was ist mit den anderen? General Remus wird ein zweites Kontingent anführen, um die Kultisten in Schach zu halten. Das sollte uns die Zeit verschaffen, nach Nafala zu suchen. Bei Lekis Klinge, ich hoffe nur, er ist noch am Leben. Ohne ihn wird es schwierig, diese Feste einzunehmen. Irgendwelche Berichte über den Orden des Neuen Mondes? Der Kult schart sich um Latvulon. Höchstwahrscheinlich, um ihn unter Zuhilfenahme ihrer Äonensteine mit mehr Macht zu versehen. Noch ein Vorteil, den sie über unsere Streitkräfte haben. Ich bin zum Kampf bereit. Gut, meine Freundin. Das ist unsere Gelegenheit, uns zu beweisen. Und den Beweis dafür zu erbringen, dass die Drachengarde noch immer die Bewohner dieser Welt beschützt. Ihr kundschaftet voraus und findet einen Weg voran. Ich schließe mich euch in Bälde an. Okay, Auskundschaften ist gut. Wo muss ich denn hin? Da komme ich nicht durch. Saji, der Drachentöter ist da.
Das hören wir noch bis ans Ende unserer Tage. Oh. Okay, ich mache das mal ein bisschen größer, weil ich denke, dass es sein könnte, dass mal wieder ein Drache angreift. Obwohl die wahrscheinlich jetzt alle zu sehr mit dem anderen Drachen beschäftigt sind. Oh, lauf, komm. Wir müssen dem Drachen helfen. Bleib wachsam. Wir wissen nicht, was in diesen Höhlen lauern mag. Ich stürme einfach durch. Hier vorne scheint aber auch noch nichts zu sein. Das sieht aus wie Nafala da unten. Wollen wir mal sehen, ob wir einen Weg zu ihm finden können. Wartet. Auf dieser Tafel steht eine Art Nachricht. Trifft der den jetzt auch mal? Sei, du stehst irgendwie im Weg. Mut bringt den Sieg. Das steht da nicht, aber okay. Nur durch die Macht der göttlichen Maske und durch ihr Licht so gesegnet lernt ihr von den schwarzen Bestie, die im tödlichen Kampf uns begegnet. Nehmt die Maske, um unsere Geschichten zu erblicken. In den gesegneten Lichtesschein wird der Weg nach unten geöffnet, ins eisige Gefängnis hinein. Auf eine eher umständliche Art scheint uns diese Tafel zu sagen, wie wir weitermachen sollen. Es scheint, dass mehr hinter der Unheilssteinfeste steckt, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Die Inschrift verlangt nach dem Licht einer himmlischen Maske, was nur die Maske von Alkosch meinen kann. War diese Feste früher im Besitz des Rudels von Alkosch? Die Inschrift erwähnt auch einen Kampf mit der schwarzen Bestie. Ja, die schwarze Bestie. Einer der größten Feinde der Drachengarde. Ein Drache von gewaltiger Macht. Was darauf hinweisen würde, dass diese Inschrift von der Drachengarde stammt. Doch was haben sie hier gemacht? Die Drachengarde und das Rudel von Alkosch. Es muss irgendeine Verbindung zwischen ihnen geben. Genug Spekulationen fürs Erste. Wir müssen Nafala finden. Laut dieser Inschrift kann man die Maske irgendwie zum Entzünden von Feuern verwenden. Wir sollten nach Fackeln oder Feuerschalen suchen, die nicht brennen. Okay. Da, sehen wir mal, wie die Maske auf diese Feuerschale reagiert. Das muss die schwarze Bestie sein, der sich die Drachengarde da stellt. Sieht aus, als würde die Garde von einer Khajiit angeführt. Vielleicht ist sie ein Mitglied des Rudels von Alkosch. Mhm. Einer Khajiit. So, so. Ein Drachentöter. Ich dachte, da kommen mir jetzt welche entgegengesprungen. Die khajiitische Kriegerin von eben. Sie hat die Maske von Alkosch an sich genommen. Genau wie ihr. Halt, könnte sie Yadari sein? Ich dachte, der wäre stärker, aber das war er nicht. Das war nur einer mit Schwert diesmal. So. Oh, kommen die jetzt hier ewig raus? Das sind nur die beiden, ne? Hallo. Leute? Oh, dein Ernst jetzt! Oh, Leute! Kommen also doch noch mehr, oder was? Das ist so nervig, wenn die dann so verbuggt sind, dass die dann erst, keine Ahnung, 10 Minuten später da rauskommen. Das ist Nafala. Yadari bietet ihm die Maske von Alkosch an. Aber er lehnt sie ab.
Offenbar steht sie für etwas, aber ich bin mir nicht sicher, wofür. Müssen da weiter. Kommen hier noch mal welche raus? Nein, gut. Bei Nikis Klinge, jetzt verstehe ich. Die schwarze Bestie ist Lat Volon. Die Drachengarde hat ihn eingesperrt. Doch das kostete Yadari ihr Leben. Und Nafala ist nirgendwo zu sehen. Yadari schloss sich der Drachengarde an, um einen grässlichen Drachen niederzustrecken. Das Rudel von Alkosh nannte ihn den Dämon aus dem Osten. Die Drachengarde hingegen die schwarze Bestie. Doch sein wahrer Name lautet Lat Volon. Es gab auch einen Wandteppich, der Yadari mit der Maske von Alkosh zeigte. Ganz genau. Sie muss die Macht der Maske gebraucht haben, um Lat Volon zu besiegen. Yadari und die Drachengarde hatten auch noch einen anderen Verbündeten. Nafala. Er gab ihnen sein eigenes Horn zum Einsatz gegen Lat Volon. Doch es gab auch etwas, was er Yadari verweigerte. Etwas, wobei die Maske von Alkosh eine Rolle spielte. Und dann kam die Entscheidungsschlacht. Yadari fiel, doch es gelang der Drachengarde dennoch, Lat Volon einzusperren. Über Jahrhunderte hinweg war er unter eben dieser Festung weggeschlossen. Das heißt, bis er entkam, was uns zu dieser Schlacht führt. Das heißt, dass ich sterben soll. Nafala kann uns vielleicht mehr erzählen. Was mich interessiert, ist, wie Yadari die Maske von Alkosh gegen Lat Volon einsetzen konnte. Obwohl ich vermute, dass Nafala auch in dieser Hinsicht ein paar Einsichten haben könnte. Wir sollten unsere Suche fortsetzen. Okay. Ja, und wir haben gerade den Hinweis gesehen, dass der Server in einer Viertelstunde runtergefahren wird. Das ist toll, dass solche Sachen immer ganz spontan gemacht werden, wenn die Leute gerade am Aufnehmen sind, beziehungsweise am Spielen sind. Weil angesagt wurde vorher nichts. Ich habe gestern extra nochmal geguckt. Ja, Dari? Nein. Ihr seid es, Jägerin. Desu. Die Zeit verschwimmt. Es ist so wie zuvor. Ich spüre, wie Lat Volons eisige Boshaftigkeit diese Kammer durchdringt. Das war also sein Gefängnis, nicht wahr? Und nun hat er sichergestellt, dass es mein Grab wird. Wir haben von Yadari erfahren. Sie kämpfte an deiner Seite. An der Seite von euch und der Drachengarde gegen Lat Volon. Ja, ich gab ihr mein Horn, doch das reichte nicht. Und so bat sie mich, die Maske von Alkosh mit Macht zu erfüllen, damit wir Lat Volon erschlagen und seinem Schrecken ein Ende machen konnten. Ich lehnte ab. Lat Volon wurde weggesperrt, aber nicht ehe Yadari in der Schlacht fiel. Yadari bat euch, die Maske mit Macht zu versehen? Was soll das heißen? Man braucht zwei Willen, um die Maske zu erwecken. Der eine muss der eines Champions aus dem Rudel von Alkosh sein. Ein Krieger, der sich der Macht der Maske als würdig erwiesen hat. Der andere muss von meinesgleichen kommen. Von einem Drachen. Ich habe die Maske von Alkosh. Ich habe mich den Hallen der Hochmähne gestellt und mich als würdig erwiesen. Fenyuntid, der Wille meines Vaters, des Drachenkönigs der Zeit. Alle Dorf streben nach Herrschaft. Und so ist unser Unheil auch der Befehl eines Königs. Ich werde mich nicht von euch abwenden wie von Yadari. Ich werde die Vergangenheit nicht wiederholen. Was meint ihr? Ich werde mich euch anschließen und die Maske mit Macht versehen. Ihr seid eine würdige Verbündete und ein Champion des Willens meines Vaters. Nur gemeinsam können wir darauf hoffen,
Lad Vulon zu besiegen. Heb die Maske vor mir in die Höhe. Es ist Zeit. Ja, ich würd's gerne. Ah. Zur Drunkalos. Mythen, die lebendig werden. Ein Trick der Maske. Mehr nicht. Kommt, lasst uns sehen, was jenseits der Dünen liegt. Kann ich hier reiten? Nein, schade. Aber ich finde die Umgebung wahnsinnig schön. Also als ich das erste Mal hier gewesen bin, da habe ich etliche Screenshots gemacht. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache davon. Das ist ein mega tolles Bild. Entschuldigungen passten noch nie zu euch, Nahvalar. Jetzt seid ihr hier. Das ist alles, was zählt. Ein neuer Champion wandelt an Yadaris Stelle. Wir können noch alles richtigstellen. Armer Rakajin. Es war sein Schicksal, über diese Sande zu wandeln, wisst ihr? Sich dem Rudel von Alkosh anzuschließen. Doch Gier tränkte sein Herz wie eisiger Regen und raubte ihm die Wärme. Und so fiel es auf eure Schultern, diesen Weg zu beschreiten. Rakajin diente dem Drachen. Drachen, ja. Und noch etwas weitaus Schlimmerem. Lad Vulon, der Dämon aus dem Osten. Es hat nicht gereicht, ihn wegzusperren. Ihr müsst dort Erfolg haben, wo Yadari scheitert. Ihr müsst den Dämon für alle Ewigkeit verbannen, wie es Alkoshs Wille ist. Warum ist Lad Vulon so gefährlich? Ist er nicht einfach nur ein weiterer Drache? Lad Vulon ist die Pein des Chaos. Ein Schatten, der eine schuppige Haut trägt. Er trachtet danach, diese Welt in Leid zu tränken, wie es seinem Wesenskern entspricht. Er wird etwas anderem den Weg ebnen. Einem neuen Mond, der von Dunkelheit erfüllt ist. Dann wird der Wandteppich der Zeit zerfasern. Ich will Lad Vulon besiegen. Werdet ihr mir erzählen, wie? Alkosh wacht mit misstrauischem Blick über uns Sterbliche. Er wird seine Macht einem von uns verleihen, der dieser würdig ist, ja. Doch nur dann, wenn uns sein Blut seine Unterstützung schenkt. Nur die Macht eines Drachen kann die Maske erwecken. Ihr scheint zu allem gewillt. Könnt ihr das Gleiche auch über Nahvalar sagen? Er ist gewillt. Wir sind bereit, die Maske zu versehen. Ja, aber ich sag mal lieber, wartet. Bevor wir die Maske mit Macht versehen, habe ich noch ein paar Fragen. Natürlich, Maskenträgerin. Yadari ist sich sicher, dass ihr viele Fragen habt. Erwartet bloß nicht zu viele Antworten, ja? Was ist das für ein Ort? Wir reden hier nicht von einem Ort, sondern von einer Geschichte, die wieder und wieder erzählt werden wird. Wir sind innerhalb des Wandteppichs und zugleich außerhalb. Eng in seine Fäden gewickelt, während wir gleichzeitig versuchen, sie zu entwirren. Ist dies das Reich von Alkosh? Alkosh ist derjenige, der den Wandteppich der Zeit webt. Und er ist auch dessen Fäden. Sie werden von seiner Schwanzspitze abgewickelt. Endet der Faden jemals, wird nichts mehr existieren. Wir sind alle in seinen Wandteppich eingewoben, Wanderin. Wir befinden uns immer im Reich der Zeit. Anscheinend werdet ihr mir keine direkte Antwort geben. Vielleicht ist das der Grund, aus dem Alkosh den Khajiit seine Geheimnisse anvertraute, ja? Nun gut, könnt ihr mir wenigstens etwas über euch erzählen? Yadari wurde unter verfinsterten Monden geboren und doch nicht vom Schicksal dazu ausersehen, jemals zur Mähne zu werden. Und als sie den Monden lauschte, sangen sie ihr ein Lied so süß wie der süßeste Mondzucker.
Bis zu jenem Tag, an dem aus ihrem Lied ein steter Schlag von Trommeln wurde. Ein steter Schlag von Trommeln? Die Dunkelheit Lokatsch hatte ihre Seele besudelt, im wunden Purpur von verschüttetem Wein. Bald hörte sie nur noch ein wunderschönes, schreckliches Wispern. Und so beschloss diese, sich auf den Weg zu den Sanden hinter den Sternen zu machen, bevor sie für immer verloren war. Ich verstehe. Doch Kenarti trug Yadari nicht über die Sterne, sondern in die Dunkelheit, die sich im Herzen von dieser eingenistet hatte. Yadari erhielt zwei Geschenke. Eine Laterne, um sie zu führen, und ein Schwert, um sie zu beschützen. Und beide erstrahlten in Alkoschs göttlichem Licht. Das erinnert mich jetzt irgendwie an den Hobbit. Was ist dann geschehen? Ihr seid durch die Hallen der Hochmähne gewandelt, oder etwa nicht? Ihr habt euch als würdig erwiesen und euch wurde die Maske von Alkosch zum Geschenk gemacht. Diese Prüfungen, diese Hallen, sie spiegeln die Schlacht von Yadari tief in ihrem Herzen wider. Eine Schlacht, die sie gewann. Was habt ihr getan, nachdem ihr die Schlacht in eurem Herzen gewonnen hattet? Yadari erhielt die Maske von Alkosch zum Geschenk und ihr wurde aufgetragen, seinen hochheiligen Wandteppich zu beschützen und einen Dämon zu erschlagen, der die Zeit selbst vernichten wollte. Doch nun ruht diese Pflicht auf euren Schultern. Tragt diese Bürde weise. Ich wurde einmal durch das Amulett der Könige mit Macht versehen. Ähnelt die Maske von Alkosch diesem Amulett? Ihr vergleicht die Sande des Stundenglases mit den Stunden, die durch die Zeit verstreichen. Können sie wirklich dasselbe sein? Und sind sie andererseits wirklich so verschieden voneinander? Die Antwort darauf kennt nur der Drachenkönig. Gibt es etwas, das ihr mir sagen könnt? Nur auf eine Weise, die vielleicht nicht so leicht zu verstehen ist. Wisset, dass der Drachenkönig euch jetzt genauso anleitet, wie er euch damals anleitete. Doch es seid ihr selbst, die den Pfad beschreiten muss, den er vor euch ausbreitet. Vergesst das nie. Ja, ich denke mal, ich muss eh drücken. Tretet vor ihn, Drachengardistin. Es sollte nur ein paar Worte brauchen. Erinnert ihr euch nach Verlag? Drachenkönig im Himmel. Romahu Hanzu'u. Diese Sterbliche ist würdig. Wawu Krikrentit. So werden eure Fäden geflickt werden. Die Maske erwacht. Geht nun. Bändigt die Macht von Alkosch und überwindet den Dämon des Ostens. So, wie es immer sein sollte. Unsere Stärke ist jetzt eins, Akatus. Lasst uns dies zu Ende bringen. Wie können wir die Oberfläche erreichen? Gehen wir. Ach, da hinten sind sie. Ja, sucht Nafala. Der steht da hinten. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie lange dieser Kampf dauern wird. Und dass die ganze Zeit eine Nachricht hier reinkommt, dass der Server jetzt runtergefahren wird. Ich freue mich immer wieder über solche spontanen Einfälle, weil es ist nämlich nicht der Tag, wo normalerweise gewartet wird. Nur ich habe leider keine Folgen mehr, deswegen musste ich heute aufnehmen. Naja, es hat zumindest noch eine Folge gegeben, die ich aufnehmen konnte und ich hoffe, dass ich dann, da ich heute leider keine Zeit mehr haben werde, bis dann der Server wieder frei ist, hoffe ich, dass ich dann morgen weiter aufnehmen kann. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, das klappt alles so mit dem Weiteraufnehmen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.